die umfasst Gestaltung, Garten, Grünfläche. Ja, wir haben ein spannendes Podium heute so erlebt am Montag, 13. Mai 2012. Es geht um einen Planungskredit von 300'000 Franken für die Planung der neuen Gemeindeverwaltung an der Bahnhofstrasse auf dem Coop-Areal. Das Geschäft ist allerdings älter. Im November 2010 hat der Einwohnerrat bereits über den Nachtragskredit von 220'000 Franken abgestimmt und den genehmigt. Mittlerweile, in diesen 2,5 Jahren, ist das Projekt überarbeitet worden auf Beschluss von der kantonalen Arealbaukommission. Der Gemeinderat hat dann das Projekt nochmal in den Einwohnerrat bringen müssen und weil es abgeändert worden ist, ist der Planungskredit jetzt neu auf 300'000 Franken. Und wie es der Name auch sagt, Planungskredit heisst, wir müssen das Geld dem Einwohnerrat beantragen. Er hat jetzt das bewilligt und 14 Mitglieder vom Einwohnerrat haben das Behördenreferendum ergriffen. Darum kommt es jetzt am 9. Juni zu dieser Abstimmung. Damit wir Detailinformationen haben über das Projekt und können wirklich planen, braucht es eben den Planungskredit. Und ich bitte Sie, dem Planungskredit am 9. Juni zuzustimmen. Danke vielmals. Die SVP anerkennt den Bedarf für eine neue Gemeindeverwaltung. Es braucht eine neue Gemeindeverwaltung. Jetzt speziell aber der Planungskredit ist aus unserer Sicht unvollständig und ungenügend. Es fehlen wichtige Informationen zu den Gesamtkosten und zum Flächenbedarf, wie auch zu den Standortalternativen. Weiter ist ja die ganze Entwicklung in diesen 2 Jahren ungenügend berücksichtigt. Summa summarum müssen wir sagen, es sind für uns einfach zu wenige Informationen, um entscheiden zu können. Und als Einwohnerrat haben wir nicht können Ja sagen zu diesem Planungskredit. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Planungskredit abzulehnen. Im Anschluss an die Veranstaltung der Freisinnigen Liberalen möchte ich doch noch gerne nochmal ein Statement von der SP-Fraktion und Partei abgeben. Wir sind voll und ganz und hundertprozentig für den Projektierungskredit und wir hoffen selbstverständlich, dass auch der Bratler souverän dann, wenn es zur Abstimmung kommt, dem ebenso zustimmt. Wir von den Unabhängigen Grünen haben uns das Votum kundgeben am Podium. Wir sind der Meinung, dass die heutige Gemeindeverwaltung der Standort genügend ist und sogar gut genug, zentral genug für einen Neubau und dass eigentlich Eigentum in Hand der Gemeinde viel mehr Flexibilität übrig lässt als ein Stockwerkeigentum. Wir sehen im Standort Bahnhofstrasse viel mehr Potenzial für Gebiet mit Fußgängerverkehr, respektive Laufkundschaft. Und das würde genau das Gebiet viel mehr beleben als eine Gemeindeverwaltung an dieser Stelle. Wir von der FDP Brattelen sind der Meinung, dass bei der jetzigen Situation mit den Containern vor der Gemeindeverwaltung ein Neubau dringend notwendig ist. Ein Neubau sollte im Gebiet Brattelen-Mitte gemacht werden, weil das von allen Quartieren gut erreichbar ist. Die 4 evaluierten Standorte haben ergeben, dass der Standort Bahnhofstrasse der beste ist. Darum unterstützen wir den Planungskredit für die entsprechende Ausführung, damit wir dann eine Detailvorlage haben, die man im Volk vorlegen kann.